In diesem Video zeige ich dir, was in dem Bereich Neuigkeiten passiert. Dieser Bereich ist dafür da, um über alle Aktivitäten auf der Plattform auf dem Laufenden zu bleiben. Das heißt, hier tauchen Beiträge von Einzelpersonen aus deinen Gruppen, aus dem Open Mic, den Impulsen oder aus dem Dokumentenbereich auf. Du kannst hier aber auch direkt einen Beitrag teilen, zum Beispiel auch mit Fotos versehen etc. Beachte hierbei, dass du überlegst, wo deine Information hinkommt. Das heißt, wenn es etwas ist, was zum Beispiel ein Handlungsfeld betrifft, dann veröffentliche das auch hier in den Gruppen. Oder wenn es ein bestimmter Bedarf ist, dass es wirklich in das Open Mic kommt. Dokumente würde ich dir auch empfehlen, immer im Dokumentenbereich, in dem Allgemeinen oder eben in den Gruppen zu teilen, da hier durch die Masse an Informationen natürlich auch Informationen verloren gehen können. Du kannst auch auf Beiträge reagieren, wie man das hier beispielsweise sieht. Du kannst Gefällt mir klicken oder einen Kommentar hinterlassen. Und auch auf die Kommentare antworten.